Und damit wieder mal ein herzliches Hallo hier aus 7 Days aus den Schneelanden. Ja, wie ihr seht, ich stehe vor dem Vanity Tower. Unser großes Ziel für heute, beziehungsweise für die nächsten zwei Folgen, vermute ich mal, weil es ist doch ein bisschen groß. Da oben ist die Party sogar voll im Gange. Wollen wir mal sehen, ob wir die Party nicht sprengen könnten in irgendeiner Form. Ist schon eine Weile her, als ich zuletzt hier gewesen bin. Sprich, ich weiß wie immer nichts. So. Ich habe Verbände eingepackt, ich habe mir genug Kaffee gemacht. Ich habe was zu essen mit, ich habe meine Blöcke mit, ich habe mir Pfeile gemacht. Ja. Und sagen, lass uns loslegen, der Tag ist noch frisch. Mal schauen, was wir schaffen. Ich vermute mal, wir werden wohl bei zwei Folgen rauskommen. Aber werden wir sehen. Für diejenigen, die sagen, okay, ich will das im Ganzen sehen, dann müsst ihr halt eine Folge warten. Aber es sind ja immer zwei Folgen pro Tag. Das sollte also passen. Gut, dann lasst uns mal reingehen. Ja, Pätschen alles auseinander. Gut. Mal schauen, was sich hier dran geändert hat. Wie gesagt, wir sind nach wie vor noch auf Irre. Ich habe übrigens immer noch 120 Minuten pro Tag eingestellt, damit wir das hier alles im Hellen erleben können. So. Nun ist die ganze Meute munter geworden, nehme ich mal an. Es ruckelte kurz. Und ich glaube, es ging hier rein. Dann lasst uns mal den ersten Kaffee trinken. Weil wir werden wohl jetzt die erste Kloppe kriegen. So, mal gucken. Ist wie gesagt schon ein paar Tage her, als ich zuletzt hier war. Das ist ein ganzer Block. Ach komm, wir lassen wir zu, sonst kommt von draußen nur welche rein. So, na los, kommt. Hallo, Zombies. Ah, da sind die Ersten. Oh. Natürlich. Kommen hier gleich welche, die ein bisschen mehr auf der Jacke haben. Ja. Wie gesagt, so viel wie möglich nur mit Keule und Bogen. Das ist das Ziel. Ohne Schürfwunde, ich kann was behandeln. Yay! Das war's. Schürfwunde, wie? Ich hab nur so selten welche. Erste Hilfe bei Aloe-Creme. Na, okay. Aloe. Oh, ich habe keine Aloe-Creme mit. Oh. Dann nehmen wir das. Brauchen wir ja für unsere Erfolge. So. Warum habe ich keine Aloe-Creme mit? Habe ich die alle rausgepackt? Dann nehmen wir das hier. Hm. Okay. Naja. Wir werden es überleben. Oh, wir nehmen mal ein paar Tücher. Ohne Aloe-Creme macht es gar keinen Sinn, Tücher mitzunehmen. Kann ich ja gar keine Verbände machen. Dann wird das ja spaßig. Dann wird das ja spaßig. Ach komm, looten können wir später. Verschlossen. Wo geht's da hin? Generator brauchen wir nicht. Ist hier jemand? Ist hier wer? Ah, das geht das Tor auf. Okay. Wie sah es alles schon ein paar Tage her, wo ich hier gewesen bin? Na komm. Drück. War doch wieder fast klar. Eieieiei. Komm, iss mal was, da kannst du auch heilen. Das tickt aber lange, lange bis runter. Naja, lass mal wieder hochticken. Das geht schon.
Das kann weg und das kann weg. Dann habe ich denn das eingesammelt? Weiß keiner. Ja, ja, wird eine lustige Erfahrung werden. Komm, tick schneller hoch. Wir haben nicht so viel Zeit. Will jetzt auch nicht so viel Verbandsmaterial nehmen. Wir brauchen doch ein bisschen was davon. Scheinbar sind welche von draußen munter geworden. Hier ist keiner. Sieht ja gemütlich aus, die Hausmeisterwohnung. Das zerlegen wir gleich. Nicht reparieren, zerlegen. So. Wo sind wir denn lang? Hier, okay. Ist doch wieder sowas, wo die potenziell aus den Wänden kommen. Geht schon. Komm, gib dir Mühe. Bist doch sonst nicht so ein Schwächling. So. Hier kommt bestimmt keiner mehr raus. Na komm. Na. Ich sollte mir vielleicht mal einen normalen Verband machen. Denn hier? Blablabla. Ah ja. Ja. Hier kommen wir raus, da kommen wir durch. Was haben wir denn hier? Verbände. Da kommen die Bücher ran. Das heißt, es fehlen ja noch eine Handvoll Bücher. So. Wupp. Hallo. Ich war's. Oh, das erinnert mich dran, dass der Turm verdammt hoch ist. Ging es nicht weiter, oder? Doch, hier ist eine Leiter. Aber die ist nicht für uns bestimmt. Okay. Dort oben, eine Etage höher. Okay. Weg. Du bist zu heiß. Zack. Er kommt. Ich finde die Geräusche so schön, wenn die dann sich beschweren, dass sie gesterbt werden. So. Burn, Baby, burn. So. Also eine Etage höher. Nächsten. Dünn. Ist er heute ein bisschen langsamer als sonst? Ein Beutel. Das kannst du lernen, das kannst du scrappen, das kannst du essen. Stahlschlagring. Das ist auch noch so eine Sache, habe ich noch nie ausprobiert. Aber mit meiner Genauigkeit, was die Nähe zu den
Zimbus angeht, wird das wohl auch jetzt nicht eine Option sein, die ich irgendwie nutzen sollte. Aber was ich mal tun kann, ist vorsichtshalber. Na. Okay. Cool. Hallo? Oh. Wollte ich nicht. Ich wollte nur anklopfen. Der ist heute irgendwie ein kleines bisschen aggro. Sorry, Leute. Mein Freund ja hat heute ein bisschen zu viel Adrenalin geschnüffelt. Da muss ich jetzt unbedingt auf alles einschlagen. Hallo? Hier raus, da rum und dann... Okay, können wir rennen. Erledigt, mal die Tür zu. Na komm, geht doch kaputt. Dum, badum, bum, bum. Autsch. Komm, trink mal noch einen Kaffee. Und irgendeiner Geister noch da hinten rum. So, dann mal Licht anmachen. Hey. Ihr wart gar nicht bestellt. Jetzt oder nicht? Wird er gern zumachen, aber die hat ihre Quanten dazwischen. Geh weg. So. Hier war der eigentliche Weg. Nein. Na komm, geh weg. Ist ja sozusagen fast gut gegangen.
Wo ist er denn hin? Oder wo ist er denn hin? Oder es? Oder... Komm, wir gucken mal nach Geld. Oh, komm. Apparieren und zack raus. Obwohl, das sollte ich vielleicht mal aufheben. Vielleicht brauchen wir noch ein bisschen was. Ist da wieder irgendwas irgendwo wohin gebackt? Bestimmt. Das ist ja mal so das alte Problem. So, komm. Noch jemand munter hier? Nee. Dann machen wir auf. Vielleicht finden wir ja ein paar Verbände. Nur so ein Quatsch. Habt ihr ein paar Verbände? Nee, ne? Ja, das kann, machen wir erstmal zu. Einen richtigen Kaffee? Warum habe ich immer noch die Hoffnung, dass ich irgendwie hier mal einen richtigen Kaffee kriege? Ja. So. Mal gucken, hier hoch und an den Briefkästen raus. Nicht, dass ich falsch laufe. Medizin? Ah ja. Aber wo denn nur? Na komm doch zu mir. Hier ist zu. Ja, erschreckt mich noch mal so. So, hier hinten war noch ein Büro. Können wir mal gucken. Vielleicht haben die irgendwie erste Hilfe. Komm raus, wer immer hier ist. Niemand. Ey, jetzt fang nicht an, den ganzen Mist zu sammeln. So, was haben wir hier noch? Weg, das kannst du lesen. Naja. Rest kann man ja mal haben. Naja. Ich glaube, Honig ist das, was ich gerade am wenigsten brauche. Das kenne ich. Ja, Hopfen und Malz ist hier verloren. Ja. Die Bücher lerne ich jetzt einfach nur. Gib ein paar XP. Und das reicht mir. Oh Gott, ich dachte, hier greift einer durch. Dabei sind das die Äste vom Baum. Super. So, damit sich keiner verläuft. Wo geht's denn jetzt lang? Hier lang ist nicht... Im Treppenhaus gucken. Vielleicht ist einer hier runtergefallen. Ja, bestimmt, oder? Oder? Ich meine Pfeile wieder. Jawohl. Ja. Gut, haben wir auch geklärt. Dann wieder rein ins Vergnügen. So, hier hatten wir zugemacht. Scheint Ruhe zu sein. Dann geht's für uns jetzt hier weiter. Na dann, Tür auf. Ich hasse Wendeltreppen. Mal weg. So. Hier raus. Gerade hinter zum Briefkästen, dort zur Tür raus. Okay. Kaffee. Na komm. Noch einen hinterher. Ich bin's. Hallo? Ich hasse es, wenn es so ruhig ist.
Ich hasse es. Zeigt euch. Im dümmsten Fall fallen die wieder hinter mir. Irgendwo runter. Hier ist zu. Im Notfall zieht man einfach da runter. Wofür haben wir denn? Ah ja. Nur eine Handvoll. Der hat doch eine Reichweite. Nee, nee, nicht spucken, mein Freund. Muss aber aufpassen. Ah ja, genau deshalb. Genau deshalb. Spuck. Explodiere, komm. Jawoll. Ja, wenigstens ein bisschen Eisen. Muss ich nicht farmen? Nein. Alles prima. Ja. Hier waren wir. Von hier sind sie gekommen. Ich gehe jetzt raus auf die Dachterrasse. Können wir ja gleich mal gucken. Billardzimmer. Sehr geschmackvoll eingerichtet. Wohnt hier jemand? Ja, war ein Päckchen. Ja. Die nehmen wir mal mit. Und die, und das lassen wir draußen. Vielleicht brauche ich ja auf dem Weg nach oben doch noch ein paar Pflastersteine. Tja, wohin jetzt? Hier ist zu. Hier ist zu. Nehmen wir an, draußen übers Dach. Okay. Halt dich doch mal schneller. Komm, dann iss was, dann heizt auch noch ein bisschen. Kaffee läuft noch 5 Minuten. Wir können mal gucken, vielleicht. Ich bin's. Wieder was Grünes. Pass auf, hier unten ist ein Hund. Und das ist fies. Das ist jetzt fies gewesen. Sauerei. Irgendwo muss doch der Hund noch sein hier. Hallo, Wuffi? Da oben ist er. Dann komm, geh mal hier hoch. Das ist nur eine Wendeltreppe, so breit bist du nicht. Ich mein Fleisch, mein Fall wieder, nö, ne? Geier drehen auch durch. Da. Jetzt nicht mehr. Ihr könnt mal mitkommen. Naja, ging doch ganz gut bis jetzt. Aber wir sind allerdings auch noch nicht oben. Gott. Manchmal nachdenken. Kaffee tickt noch. Na los.
nicht ins Wasser gehen. Hey, die können aus dem Wasser rauslaufen. Schweinerei. Das hat euch keiner erlaubt. Das ist gar nicht tief. Ja. Gut. Das Dumme ist, geh mal weg. Ich weiß, ich hätte die auseinandernehmen können, hätte Material gegeben. Allerdings, das Material mir ist gerade nicht so wichtig. Wenn ich dran hängen bleibe, ist viel schlimmer. Ach nee, nicht so einer. Ja. Bin doch schon weg. Oh Gott, jetzt bin ich schon da reingelatscht. Nee, nicht spucken. Du darfst kommen. Aber nicht spucken. Das ist nämlich eklig. Weil unhöflich. Ich spuck dich da auch nicht an. Mann. Lern dies denn. Guck mal noch. Eine olle Bämme könnt ihr behalten. Ja, komm, nimm mit. Wird ja nicht schlecht. Achso, da war die olle Bämme drin. Dann hau sie mal raus, sonst guckst du noch fünfmal in den Schrank. Ja, was zu trinken? Nicht wirklich. Machi Pahachi. So, hier ist keiner mehr. Ja, läuft doch bis jetzt ganz gut. Und noch ein Käppchen, den kannst du schon mal zerlegen. Das kannst du rausschmeißen. Knochen brauchst du nicht. Oh ja. Erschlossen. Okay, da geht es dann sozusagen runter. Wüsste jetzt zwar nicht, für was ich das Klebeband brauche, aber man kann es ja erstmal haben. Okay. Jemand da? Hallo. Also ich hätte jetzt gewettet, da ist einer im Schrank. Komm, hau weg. Einer? Mehr habt ihr nicht zu bieten. Weicheier. Na komm. Da. Oh ja, draußen rumturnen nachher noch. Na lern's. Hier zu. Im Nachbarzimmer sind sie munter geworden. Na okay. Na komm. Hab dich nicht so. Ist nur ein bisschen Feuer.
jammer doch mal rum. Erst den Großen markieren. So, guck mal, ich bin der Feld von. Nee, der Held. Vom Erdbeerfeld. Und dann. Autschi, Autschi, ich habe eine Verbrennung. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das kann raus. Das kannst du behalten. Ah, das ist alles so Zeug, das muss ich jetzt nicht mitnehmen. Das nehme ich mal mit. Ja. Da ist nichts. Ja, mehr brauchen wir nicht. Aue. Ja. Hier nicht, dort nicht. Hier war Onkel Auchi drinne. Ja. Dann Lies. Ja, so ein paar Verbände wären jetzt nicht verkehrt. Hier ist offen. Hier geht's offensichtlich raus. Geh mal weg hier. Weg, habe ich gesagt. Ich erinnere mich. War das nicht das, wo die so gemein dazwischen solche Stellen hierher gepackt haben? Wo ich grundsätzlich dran hängen bleibe. Genau, dort vorne bin ich hängen geblieben. An diesem bösen, blöden Ding bin ich hängen geblieben. Ja, und ihr sagt mir nicht, ich brauche Schleichschaden. Wegen so ein bisschen XP mache ich mich nicht ins Hemd. Geh weg. Ich habe auf dich gewartet. Geh weg. Bist im Weg. Ja. Da ist keiner. In einem früheren verrückten Leben. Ah. Hätte ich jetzt hier noch gelootet, aber. Zwei Schlangen. Hilfe, ich hänge. Ixe. So. Ein bisschen Medizin wäre so verkehrt nicht. Rein. Badum, badum, badadum, badadum, badum, badadum. Geh weg. Weil von allen Seiten macht sie komische Geräusche. Stolpersteine weg. Ah, da haben wir den Rest ja noch nicht gesehen. Hab ich das mal irgendwas vergessen? Und ich damit durch das ganze Haus rasen muss, um zu suchen.
Da ist noch was. Hallo, ihr Samen. Ich kann die anpflanzen und nur mal gucken, ob ich, wenn ich oben bin, mir dann einen Verband machen kann. Ja, hier ist nichts. Und da. Was zu essen. Achso, hier waren wir rausgekommen sozusagen. Die Bäume kannst du behalten. Haben wir. Ah ja. Tadambab. Alles so ein Quatsch, den kennen wir nicht brauch. Hier draußen ist ein Vogelnest. Sprich, hier könnte ein Piepmatz sein. Hier waren wir bei den Schlangen. Hier waren wir drin. Du kommst doch hoch, mach doch nicht so einen Rabatz da unten. Komm einfach hoch. Da ist keiner. So, lernen, lernen, nochmals lernen. Das glaubst du, das kannst du wegschmeißen. Das kann weg und das kann weg. Die kannst du essen. Iss schneller, wir haben keine Zeit. Wenig Medizinschränke haben die hier bei sich. Da haben wir sozusagen. Da! Guck mal, da ist. Hätte ich ja fast vergessen. Oh! Inception! So. Lecker Schmecker. Und dann die Frage: Wo ging es jetzt weiter? Geh weg! Wo ging es jetzt weiter? Bestimmt übers Dach, oder? Ihr bettelt doch förmlich drum, oder? Ja. Geh weg. Regulären Weg. Ah, hier. Gut, dann let's trink Kaffee. Sollte ich in Real Life vielleicht auch mal tun. Sozusagen Prösterchen. So, na dann mal weiter. Da ist verschlossen. Okay. Da ist verschlossen. Okay, ich soll irgendwie da hoch. Dann lasst uns mal einen Holzblock dahin bauen. Nicht, dass ihr mal abstürzt. Einfach so. Und ihr könnt euch zerlegen. Warum kriege ich jetzt hier keinen Block hin? Weil ich wieder zu dicke Füße habe? So. Gut, nimm deinen Knüppel wieder zur Hand. So, hier ist offen. Darunter da. Moment. Lasst uns mal einen Fluchtweg planen. Das ist immer besser. Kannst du jetzt nicht einfach hier so ein paar Blöcke setzen? Manchmal ist das schon ein bisschen nicht so sexy. Jetzt sind wir dahin, kriegst du ihn hier unten drunter gesetzt.
Na, ich hab's doch gewusst. So. Zack. Reicht mir. Ja. Muss ja immer mal sehen, nicht, dass es weh tut. Bricht das auseinander? Nee. Oh. Ihr seht mich nicht. Kommt da bestimmt gleich welche hin, aus der Tür rausgestürmt, oder? Puh. Hier rein und dann nach links. Oh. Hallo? Schon mal. Ja. Wieder zwei weniger. Apropos zwei weniger. Aber wieder verpasst zu gucken, wie viel wir am Anfang hatten. Naja. Irgendwas ist ja immer. Wir können ja am Ende durchzählen. Werden schon ein paar sein. Da kannst du auch kaputt gehen. Ja. Ah, guck mal da. Zarte Lady. Zimmerservice. Ich wollte nicht alles looten. Ging's hier raus? Boah. Na komm. Ist keiner mehr. Nehmen wir wenigstens Messing mit. Hat du Medizin? Nö. Tja. Hier rein, hier waren wir. Was zu? Hier ist zu, okay. Also wieder einmal außen rum. Ah, toll. Ganz toll Spiel. Da war nix. Waren wir drin? Nochmal so eine böse Falle. Geh weg. Mädels. Ich hoffe, die runtergefallen ist tot, ja. Nicht, dass die hier runterschnippst und ich muss sie suchen. Da wohnt keiner, aber mal die Tür zumachen. Ah ja. Habt ihr schon fast geahnt, dass so ein Ochse hier kommt? Komischerweise Verbände kriege ich keine. Alles Mögliche. Komm, lern das mal. Das kann raus. Das kann raus. Das kann raus. Ja, Fleisch haben wir zu Hause auch genug. Was liegt denn hier im Weg rum? Geh weg. Auch keine Medizin. Nicht ist ja los. Alles gammliches Klopapier. Ja.
Na kommt. Schwester, Schwester, ich habe Autschi am Fuß. Okay. Ah ja, sind wir doch bisher ganz gut durchgekommen. Oh, das kennen wir noch nicht. Ha, guck mal da, ein Messbecher. Ich erinnere mich daran, irgendwann habe ich... Oh, da, Aloe-Creme. Rezepte. Erste Hilfe verbrannt. Zack. Wieder aufgefüllt. So mag ich das. Dann kommt das nämlich weg. So, mal den Knüppel wieder. Oh, so süß, der Vorleger hier. So. Du gehst mal weg. Auch noch was drin. Ach, da blieb ein Blutbeutel. Nach rechts raus. Geh weg. Ja, welche Etage sind wir denn? Offensichtlich noch nicht hoch genug. Dem hab ich einen Beutel aus der Jacke gehauen. Komm, nimm die gleich mal. Das kannst du scrappen, das kannst du lernen. Medizin. Ich frage mich, was ich mit dem ganzen Wasser soll. Ein paar Verbände. Das kann weg, das kann rüber. Und dann machen wir hier Pflastersteine draus. Zack. Ich frage mich, wer hat die alle eingetütet in die Säcke und die dann liegen lassen? Hier ist zu. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, die in Säcke zu packen und wegzutransportieren? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja. Kaffeepulver. Kann ich ein Lagerfeuer bauen, mir einen Kaffee kochen? Ach nee. Fehlt mir ja das Grillgitter. So, dann kann das weg, kann das weg, kann das weg. Oh je. Wohnt da einer? Nee. Doch, da wohnt ein Koffer. Und ein Pfeil. Gib her. Das sind immer solche Stellen hier, wo ich mal sage, das ist doch nur eingebaut, damit man dran hängen bleibt, oder? Wenn ich denn die Lampen sehe, dann wird mir ganz übel. So. Gib her. Nehmen wir mal mit. Ein bisschen Messing. Hier brauchen wir überall. Hey, hier ist noch ein Pfeil. Zack. Naja, dann haben wir doch, würde ich sagen, den ersten Schwung geschafft. Ja. Mal gucken, vielleicht... Können wir uns wenigstens die erste Etage oder die nächste Etage nochmal angucken? Oh ja, Klopapier braucht keiner. Geh weg. Und hier sollen wir sozusagen hoch. Na prima. Das schreit doch schon nach Aua, oder? Sagte ich es nicht. Ein Grüner. Du-du-dum.
ein Grüner ist kein Grüner. Ja. Haben wir hier drin? Lernen, lernen, Müll. Ha, kann ich mir Farbe machen? Toll. Ein wenig Metall ist auch Metall. So. Geh weg. So. Oh Gott, wenn hier oben noch runterkommt. Hast du Reiseapotheke dabei? Und die können wir doch mal wegmachen. So. Muss dann halt zwischendurch mal ausladen gehen. Kann ich ja machen. Mach mal gleich mal ein Päuschen. Die Folge ist eh schon wieder eine Stunde lang, oder? Wie weit sind wir jetzt? Ja, fast eine Stunde. Naja, so manuell hier durch. Beziehungsweise so mit Keule dauert halt ein bisschen länger als mit voller Bewaffnung. Hier runter und dann da. Okay. Wir gucken mal noch. Hallo. Oje. Einer lebt noch. Na los, komm, den holen wir uns. Hallo. Einfach von oben runter. Das hat dem keiner erlaubt. Das vergammelte Steak, das kannst du behalten. Ja. Dann mache ich ein bisschen Kaffeepulver. Hier geht es auch nochmal lang und dann hoch. Halt, falsche Waffe. Ja. Da liegt da einer. Ich sehe es doch. Komm. Ich sollte vielleicht mal wieder einen Schluck Kaffee trinken. Na komm. So. Ein Käffchen. Hab ich mir das verdient. Also mein Pfeil. Geh weg. Geh weg, habe ich gesagt. Das sind so tausende Blöcke. Könnt ihr nicht einen einzigen Tisch bauen? Wäre wieder zu einfach. Ja, hier ist zu. Und die Regale kann ich auch einfach so wegklopfen. Die meisten jedenfalls. Oh, was Leckeres im Kühlschrank? Toll. Genau darauf habe ich gewartet. Gammelfleisch. Ja. Wir gucken mal. Oh ja. Komm, diesmal, dann haben wir das nämlich weg. Verschlossen, verschlossen. Achso, ich bin den falschen Weg gegangen. Ja klar. Wie immer. Dann gehen wir mal hier hoch. Vielleicht wohnt hier ja noch einer. Tadam. Hallo. Hallo. Hör ich mich nicht? Na gut. Ich würde sagen, mit dieser wunderschönen Aussicht
beenden wir die Folge und dann gebe ich rüber in die nächste Folge. Mal gucken, vielleicht, naja, die Taschen mal leer machen. Ja, gar nicht so verkehrt. Mal gucken, ob ich den Weg zum Fahrstuhl finde. Wie sind wir denn jetzt überhaupt hierher gekommen? Mal so bescheiden gefragt. Ach, hier die Treppe hoch. Jetzt bestimmt den Weg zum Fahrstuhlschacht. Genau, hier. Dann baue ich mir jetzt hier eine Kiste her. Und packe das Zeug mal aus. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Noch mal gucken, ob wir den Rest noch schaffen. Oder... Ja, zack. Gut, dann... Like die Folge, abonniert den Kanal und guckt euch die zweite Folge auch noch an. Es ist und bleibt und wird und ihr wisst schon, spannend und so. Haha. Gut, dann bis später, der Peter. Tschüssikowski und bye bye.